Ganz dir. Ein ganz schön langes Intro. Ja, joa, willkommen. Mein Name ist Daniel RP. Und mein Name ist Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party 8. Dieses Mal mit dem Party-Modus. Das heißt, ich mache jetzt mal mit. Und wir kämpfen auf Donkey Kongs Tropenthron, wie ihr es in diesem super langen Intro gesehen habt. Ja, wir haben zwei, also nicht wir beide haben zwei Gegner. Wir sind eigentlich alle hier Gegner, aber ja. Wir haben noch zwei computergesteuerte Typen hier auf stark und normal hinzugefügt. Ja. Falls es wirst, Yoshi, Daniro ist Yoshi und ich bin Buhu. Ja, und Mario ist Mario. Und Wario ist Wario. Und ja, die Bretter kennt man ja schon. Ich nehme an, ein bisschen verändert sind die hier, ne? Ja, die sind auf jeden Fall eher zum einen ein bisschen größer und hier gibt es keine Solo-Minispiel mehr. Ne? Und, ja, aber jetzt sehen wir erstmal nach, wie es ist. Wir würfeln mal. Ja, wer fängt als erster an? Oh, ich. Der Superstar fängt an. Ausgezeichnet. Er hat mich im letzten Part den Story-Modus abgeschlossen. Genau. Er hat wahrscheinlich extra eine Playlist irgendwie machen. Einmal für den Story-Modus, einmal für... Für Party. Oder wir machen alles in einer Playlist. Ich bin als Dritter dran. Okay. Hier ist ein Geschenk für den Anfang. So, 20 Runden haben wir übrigens eingestellt. Ja. Also nach 20 Runden müssen wir genug Sterne haben, oder... Muss man genug Sterne haben, um zu gewinnen. Man sollte in den 20 Runden so viel sammeln, wie man kann. Und dann denn am Ende werden Bonussterne verliehen. Okay. Also jetzt kann die Party beginnen, die Spielchen eröffnet. Hey, ab geht's. Ja, mal los. Sehen wir hier weiter. Oh. Ja. Der Superstar wird. Also mit 2 zum Superstar. Wow. Reicht zu zweifeln. Ich habe so das Gefühl, die computergesteuerten Typen, die werden uns hier irgendwie auch ein bisschen trollen. Ich weiß nicht, ob bei mir so der Fall ist. Wer weiß, vielleicht werde ich dich ja trollen. Dann mach mal. Hör auf, ja. Das ist ein Dreier-Ding, ne? Los, da links, da links, da links. War. Willst du mich jetzt verunsichern? Das war doch schön rot, ey. Ich bin nicht rot. Ah ja, genau, habe ich ganz vergessen zu sagen. Jetzt nach jeder Runde wird ein Minispiel spielen. Ja, das weiß ich. Je nachdem, wo wir drauf sind, werden die Teams irgendwie so entschieden, glaube ich, ne? Ja. Wenn wir alle blau sind, jeder gegen jeden, ne? Ja. So viel weiß ich von Mario Party. Wer weiß was von Mario Party? Ja. Was ist für Spieler? Minispiel. Was haben wir denn zur Auswahl? Fangen wir an mit... Ah! Pogo Party! Oh. Was ist das? Da geht es einfach nur darum, die Bälle... Seine 50 Bälle einzusammeln. Sammle alle 50 Bälle deiner Farbe ein. Kümmere dich nicht um die Bälle deiner anderen Spieler. Konzentriere dich auf deine Farbe! Du bist blau, ich bin rot. Okay. Zu sein. Ich würde gern blau sein. Ich hasse es, blau zu sein. Ich will grün sein. Ich hasse es, rot zu sein. Ich will blau sein. Ja, ich muss blau einsammeln, genau. Ja, ich muss rot einsammeln. Normalerweise wäre es nämlich so, ich würde blau einsammeln. Und los! Okay, komm. Ja, gegnerischen Dinger kann ich gar nicht kaputt machen, echt. Ja, man sagt, dass man am Anfang immer so ein bisschen länger und so eine Funktion für deine Farbe. Nee? Oh, upsala. Mal sammeln das blöde Ding ein. Ah, Ende. Oh. Muss ich mir noch was weiter? Ich sehe schon, wie hat hier laufen wir, du wirst ja alle Minispiele gewinnen. Ey. Aber das muss man ja nicht unbedingt schaffen, um zu gewinnen. Warte, die anderen kriegen gar nichts. Nee. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? War doch schon immer so gewesen. Den alten glaube ich nicht. Ja gut, okay. Also im ersten Mal war es auf jeden Fall so, dass man da auch noch Münzen verloren hat.
Na, warte, bin ich ein Kegelingen. Wo land ich da? Schon mal da rein. Hi, na? Wo lang? Genau oben. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Das ist eine große Auswahl. Geil. Einfach mal nehmen, ne? Nehmen, gönnen. Ich warte auf dich am Stern, damit ich den abnehmen kann. Du bist so hinterfotzig. Ich muss meine Strategie hier ändern. Ich werde sowieso kein Minispiel gewinnen, also muss ich irgendwie anderes machen. Nur weil ich jetzt dabei bin? Du wirst jetzt Minispiel gewinnen. Ich sehe schon kommen. Deswegen muss ich ja irgendwas anderes hier machen, um zu gewinnen. Ich bin sogar sicher, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ja, da oben war der Stern, wo ich lang gegangen bin. Ja. Das war geplant von dir. Ich bin so ein Spiel hier auswendig. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Lass mich in Ruhe. Obwohl, da oben kommst du da auch lang, oder? Noch ein Dreier-Ding. Ein Spezial-Ding. Ein süß Maulbonbon. Brauchst du nicht schwingen, du kannst auch fliegen. Ich kann nur schweben, ich kann nicht fliegen. Ich kann nur schweben. Na gut. Komm, Mario. Geld! Money! Ich will da jeder gegen gehen. Jetzt müssen wir auf den ersten Platz. Bis hier. Bis jetzt. Alter. Ja, das hört man hier oft. Mario Matrix. Oh, was ist das denn? Nimmst du die rote oder die blaue Kapsel? Nein. Nein, man muss einfach nur die Platten berühren. Man muss einfach die langen leuchtenden Platten berühren. Ja, aber wir erscheinen regelmäßig in Abständen. Berühre sie, okay. Oh, und keine Quallennetze berühren. Komm, gehen wir in die Matrix. Sind da bereit? Ja. Oh, in die Matrix. Einfach nur berühren, das kann ich. Ja. Marsch. Geh weg. Geh du weg. Ich kann mit dem Ding ja nicht steuern, ey. Ey, wer hat gedacht? Es kann nur einer zurück auf der Matrix kommen. Und dann, der jemand ist ein Geist, ey. Ja. Du bist schon irgendwie auf die andere Seite. Abgefangen auf die andere Seite. Nein, ich gehe jetzt einfach weg und ihr bleibt in der Matrix. Na, wie ist es so in der Matrix? Ich bin mit zwei Klempnern in der Matrix gefangen, ey. Okay. Gut. Ja, was machen die Fragezeichen gar noch mal? Sie nehmen die Münzen weg. Und da ja niemand von euch ja gerade genug für den Stern hat, Yoshi hat den Sieg erreicht. Okay, warte mal, ja. Ja, ich gegen euch alle jetzt gleich. Los, Mario. Was ist das für ein Ding? Süß, Mario. Sagt mir nicht. Also bringt das. Damit kann er, wenn er einem Spieler vorbeigeht, einen Bonbon klauen. Hast du gesehen? Ja. Joink, joink, joink. Ein zweimal Bonbon. Zweimal Bonbon geklaut. Waha! Ja, was mach ich denn? Gewinn heute noch.
ist leider nur sehr weit entfernt. Ja. Ich muss wieder rein. Na, mach ich sogar. 5 Münzen, ey. Ja. Kann er nicht 20 oder so kosten? Ja. Hm. Ha. Hm. 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 Ha. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Mario. Los, jetzt mach ich mal einen Kegelbonbon ein. Der erste Stern geht dann wohl an dich, habe ich so das Gefühl. Ich glaube auch. Blinken Bonbon. Ich glaube, Bonbons, die einen Stern abnehmen können. Nein. Nur wegen der CPU. Mhm. Komm. Um die Super, die Superbrüder, bzw. also der Super Tino und der Supergeist gegen die beiden dummen Brüder hier. Komm, das schaffen wir. Schaffen ja. Wir das jetzt? Ja, wir sind rot. Wir schaffen das. Warum sind wir rot? Oh, huhu, bum bum. Das ist lustig. Was ist denn das? Da muss man auf die Geister schießen. Da muss man auch auf meine Ahnen schießen. Oh, geil. Okay, da sind die roten. Bahnen wir deinen Weg durch das Haus der roten Huhus. Wärst du erst den großen Huhu, roten Huhu im Keller? Bis ich gewinne. Hat es dein Team mit mehreren roten Bus gleichzeitig zu tun? Sollte sich jeder auf eine Seite konzentrieren. Mein Gott! Okay. Also schieß auf die roten Bus, nicht auf die weißen, nur auf die roten. Schieß auf dich. Ich bin in deinem Team, lass mich in Ruhe. Übrigens, wir sind unten. Ja. Wir halten nur noch einen Schuss auf. Ja. Oh Gott. Wir sind direkt hinter uns. Hey, du bleibst links, ich bleib rechts. Ja. Du bist rechts, ich bin links. Mann, warum kriegst du nicht? Ich hab gesagt, du bist rechts. Ja, wir sind hier rum. Nur ein. Jetzt Dauerfeuer auf den großen, oder? Ja. Hi. Korrekt. Frisch. 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 Rababa. Ding, ding. Und jetzt kommen wir wieder raus aus der Resident Evil Villa. Mhm. Oh, hat sich sogar gefreut. siehst du, wie die anderen von den roten Buhus gehakt werden? Ich bin auf dem letzten Platz, merke ich gerade. Ist doch nicht mein Problem. Du könntest deinen Kegelbonbon einsetzen. Hi Mario, na? Na? Schade, dass ich hinterm Stern bin. Ich bin Ball. Doof. Boink! Ein paar neue Bonbons holen. Oh, ich komme gar nicht dahin, Mann. Ich dachte, ich wäre direkt davor. Das ist noch mal knapp. Noch mal Glück gehabt, dass Mario nicht genug Dings hatte. Ja, ich war auch so froh, wo das Mario auf ein blaues Feld gekommen ist. Ansonsten wäre ein 1 gegen 3 im Spiel gewesen. Mhm. Oh, die sind beide da. Ich bin auf dem weißen Feld gleich gerade. Und eine 1 oder eine 2. Oh. Du musst drauf ankommen lassen. Ja, ich möchte den Stern haben. Er gehört mir. Mir. Ich habe eine 1. Ups. 21.
1. Wie kaufen? Kaufen? Warte, kaufen? Na gut. Ein Stern lasse ich dir. Was, nur einer? Ja. Warum nicht mehr? Der nächste ist für mich. Nein. Wo ist denn der zweite? Ah, ist direkt da. Da kommst du leider nicht mit den Münzen hin. Nee, das ist so nicht. Oh, ein Schneidbonbon, das kann ich gebrauchen. Ah. Was kauft mir der sich hier Schönes? Zweimal. Ja. Das sind aber nicht zwei Bonbons. Na gut. Mhm. Ja. Ja. Bin ich echt gut vorangekommen. Und kannst du es auch von hier behaupten? Ja. Ja. Meine Stunde kommt noch. Ich weiß, ob er das erste Spiel nochmal angefangen hat. Ja, genau. Du warst am Anfang so schlecht gegen Knochentom und hast dann am Ende noch gewonnen. Alles kann doch passieren. Auf diesem wunderbaren Brett. 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 Brett vom Kopf. So, was kommt jetzt? Ein Vierspieler-Minispiel. Ich war eigentlich auf einem grauen Feld, aber okay. Du warst auf einem blauen Feld. Vorhin war das noch grau. Jetzt war blau. Mein Freund war halt nur grau. Ah, Katastrophe. Katastrophe. So schreibt man aber nicht K. Ich verklag Nintendo. So. In diesem Kartrennen über zwei Runden. Versuche auf der Innenseite der Bahn zu bleiben, um so einige Sekunden zu gewinnen. Okay. Selbsterklärend. Ja, und du musst zwei gedrückt halten. Ja. Halten. Du startest in erster Position. An der Pole Position. Bereit? Go! Weg! Oh Gott! Nein! Ja! Oh, diese Musik ist so Sonic! Sonic Speed! Boah, ich kann überhaupt nicht gerade fahren, ey! Mario, schnapp dir den! Nein! Don't touch me! Get away from me! Bin doch direkt hinter dir. Du bist ein Ritter, was willst du von mir? Oh. Los Mario, schnapp dir den! Nein! Ihr kriegt mich nicht! Ja. Aus dem Weg, Mario! Ha! Gewonnen! So, jetzt weiter! Also wie ein Mario Kart! Yoshi ist besser Mario Kart Charakter. Ja, Buhu soll jetzt auch noch wieder zurückkommen. Als Item. Und König Buhu soll ja ein Fahrer werden. In den Mario Kart 8 Deluxe. Na, okay. Yoshi, mach deinen Zug. Ich nehme mal das hier. Du willst mir den Stern echt nicht gönnen, ne? Ja. Bist du ein Nicht, oder? So ein richtig. Wir werden schon jetzt Minispiel. Ich krieg dafür alle Sterne. So. Nee. Ich gewinne fair und ehrlich. Ja, ich kann auch noch 20 würfeln. Etwas probieren für die Dschungeltour? War das du? Sperren wir es wieder als anderen. Ist so teuer. So teuer. Noch nichts kaufen? Nö, geh weg. Hi, was geht? Hi, na? Hi. Jetzt geh weg. Stell mit mir. Ich mal kurz die Karte sehen. Sieh nur, das Kanon passt. 5 für 10 Minuten gefällig? 5 für 5 Minuten? Will mich abziehen. Bring mich zum Stern.
Was lachst du denn so? Ja, ich kann nur noch rechts oder was? Mal. Was ist das? Ah, okay. Okay. Ich könnte es natürlich jetzt auch gleich richtig unfair machen und meinen Schneidemon einsetzen, um auf das Donkey Kong Feld zu kommen. Aber ich bin ja nicht ekliger mit der Nero LP. Wird dir auch gar nichts bringen. Doch. Ich habe 26 Münzen und Donkey Kong wird mich direkt auf das Sternfeld werfen. Ich hatte ja auch nicht zum Sternfeld gebracht. Ich rede jetzt nicht von dem Kanonenpass, ich rede von dem Donkey Kong Feld. Na so. Hör mir doch mal zu, wenn ich dir was sage. Ja, ich dachte, das Dingens. Ja, ich weiß auch nicht den Unterschied, ey. Ich kenne das Spiel nicht, hallo. Du hast es doch gerade durchgespielt. Ja, das heißt nicht, dass ich alles über das Spiel weiß. Siehst du, da vor mir ist ein Donkey Kong Feld. Da steht es doch schwarz auf weiß, aber ich sehe nicht, dass mein Schneidung nicht ein. Ich setze es lieber fast anderes ein. Und wieso? Wirst du noch früher erfahren? Dann zeig mal, was du vorhast. Nur eins. Da ist eine Eins. Geh weg. Na, das ist ein Tor. Weiß gar nicht, wo man zum Stern da hinkommt, ey. Ich weiß es. Na, Mario, was machst du? Wer ist denn vor dir? Bin ich vor dem? Nee, du bist weit weg. Mario ist vor ihm. Aber so. Oh ja, er erreicht ihn noch. Ah, der Ball, der kommt angedüst. Oh! 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 Wie viele Minuten haben wir eigentlich? 20, 23. Also wir werden natürlich nicht das ganze Brett in einem Part machen. Nee, nee. Naja, können wir in zwei Parts machen. Aber jetzt erstmal ein Kaffeespiel! Okay, du gewinnst ja. Sie hat doch schon kommen. Bekomme ich jemals 10 Münzen? Los, gib mir ein Geld. Weil der Rieger ist gleich 40 Münzen, er darf nicht wahr sein. Es sei denn, jetzt kommt dieses Kack-Stipp- und Schnapp-Spiel, ey, das möchte ich nicht spielen. Ah, Herrscher der Scholle. Der Chili-Scholle? Chili-Scholle? Schließ! Okay, was muss man hier machen? Bleiber sitzt auf der Eisplattform übrig, tritt und schlage deine Gegner vom Eis oder verwende Käfer. Was? Ja, Buzzy Beatles. Da hier, die hier. Spring auf einen Käfer, um ihn kurzzeitig zu lähmen. Was? 2 und 1 zum Treten? Mhm. Was? Aber 2 ist doch Springen. 2, danach 1. Also ein Sprung, Stampfattack oder was? Das wäre 2-2. Ja, wenn du springst und dann im Sprung noch eins zusammen machst, dann tritt. Ach so. Ein Sprungtritt, ja toll. Bringt's auch voll. Auf dich. Geh weg. Dann Kung Fu, was willst du? Geh weg, Mario. Wer hat gedacht, ey? Du bist Zweiter, du kriegst auch Münzen. Was? Okay, dann ist gut. Du kriegst doch nicht alle Münzen. Ich dachte, so läuft das Spiel. Du kriegst 10 Münzen, du kriegst deine 10 Münzen zurück. Oh, geil. Und ich krieg 28. Yay. Oh, 29. Ich glaube, ich trolle hier gerade jeden Spieler. Nicht nur dich, sondern auch die beiden Computer. Wo ist der Stern? Wie kommt man da hin? Von da aus, oder was? Ja, von da aus. Mein Gott, was ist das denn für ein riesiger Weg, ey? Das ist so ein Umweg! Oh, ich bin so nah an dem, ne? Ja, es fühlt sich so nah an, aber trotzdem bist du so ein bisschen, glaube ich, am weitesten davon weg. Was hab ich nur? Ich hab die Dinger, okay. Na, gucken wir mal, wo ich lande.
Was haben wir denn hier noch? Zeig mal. Etwas Proviant? Immer noch die gleichen. Brauch noch mein Geld. Geld? Heißt das, wenn wir länger aufnahmen, kriegen wir noch mehr von eurem Geld? Was macht er? Sprungbomben. Ich glaube, der möchte auf mein Feld springen. Ich glaube, der springt zu Mario. Jetzt fehlt der Mario, suchen Sie mal Galaxy. Also er wird auch entschieden, so. Boah. Ja, na klar, das wird alles für Pfeilwurf entschieden. Oh, er kommt auf dein Feld. Hi, was geht? Hi, na? Na, kannst du wieder als Reittier dienen. Tu deine Pflichten. Ich bin auf Streik, ey. Ich will nicht, dass du auf mich reizt. Geh weg. Na, ich hätte da auf dem Feld landen können, aber ich bin zur Seite gegangen. Was machst du jetzt? Ja, wir sind auch nicht 10. Jetzt landet er wieder da unten. Und schon bin ich ja wieder hier. Hallo. Waha, das hat nichts gebracht. Aber trotzdem. Geil. Boink. Du Schneidenbomben, wie geil. Und oh mein Gott. Das ist auch noch ein Stern, aber. Ah. Ich glaube, du fühlst dich leicht verraten von dem Spiel, ne? Ja. Ich wollte eigentlich auf dem gelben Feld landen. Aber okay. Wenn das Schicksal es so möchte, dann nimm mein Geld und gib mir den Stern. Vielleicht ist der Stern jetzt ein bisschen näher dran. Kann man nicht auch irgendwie Sterne für jemanden abnehmen per Minispiel? Nein. Ich meine doch mit Bowser oder irgendwie sowas war das doch. Wo ist denn der nächste? Ah, so weit weg. Ein Moment bitte. Verrat ist im Verzug. Die DK-Felder sind jetzt Bowser-Felder. Oh nein. Ja, Minispiel schaffen wir noch, dann müssen wir einen Schnitt machen. Oh, der ist auf dem Bowser-Feld. Oh, Kacke, der wird den Stern jetzt verlegen. Sag ich besser. Das soll eine Party sein? Ristart. Der hat einen Stern eingesackt, Mann. Haha, ich muss jetzt meinen. Oh nein, Bowser hat den Stern an der Stelle verlegt. Ja. Danke, Bowser. Ja, viel zu weit entfernt von mir. Ich komme da ja nie zu den Sternen. Oh, ja. alle gegen den Dicken. Dann machen wir fertig. Yeah. Kannst du jetzt mal den Stern zu verlegen? Danke, Bowser. Oh, Bombenhagel. Okay, den Little innerhalb von 30 Sekunden durch das Abwehren vom Bomben zu treffen. Okay. Das war die Steuerung. Ich muss auf Steuerung gehen für uns. Müssen wir einen Bob auswerfen? Ja, weil wir doch Dreierteam sind. Wir müssen den abwerfen. Ja. So, ich dachte, er muss uns abwerfen. Nee. Das würde so laufen. Noch Platz. Hey. Geh weg, Mario. Ich bin schon zweimal beinahe getroffen. Ma. Deine Bomben sind im Weg. Warum meine? Die haben sich den Kampf auf Leben und Tod geliefert. Ja gut, ich glaube, das war mal noch, ich weiß gar nicht, wie viele Runde das war die, sechste. Die sechste, okay. Wie gut, dass ich mal als erster dran bin, dann können wir mal direkt am Anfang der Runde einen Schnitt machen. Ja. Gut. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.